das ist schön. Mai, Dezember. Ich hätte gedacht, dass ich den Song niemals wieder neu live hören werde. Und ich meine jetzt nicht nur, dass er irgendwie 7 Jahre her ist. Er wurde vor einer gefühlten Ewigkeit das letzte Mal gespielt. Wie geil ist das? Ich habe mir das schon fast gedacht, wenn man jetzt eine Frontfrau hat, die quasi die alten Songs live zum Besten gibt, dass da Songs kommen, die wir einfach so vermisst haben und es einfach so viele neue Möglichkeiten gibt. Also das ist richtig krass. Und ich glaube, viele sind sich gar nicht bewusst, was man da alles jetzt machen kann. Boah, das ist wirklich schön. Ihre Stimme passt einfach so krass zu diesen ganzen Balladen von Linkin Park. Das war ja bei Lost auch so, ihr habt es ja gesehen, da kamen mir ja wirklich die Tränen. Das ist einfach so schön und das passt einfach so gut. Dass der Song krass ist, das brauche ich ja sowieso keinem Linkin Park-Fan irgendwie erzählen. Das ist gut. Das ist so ein richtig schöner, deprimierender Song. Muss man wirklich sagen, ey. Das ist einfach ein Song, den hörst du und du hast einfach vor, dich vom Haus zu stürzen. Aber in so einer schönen Art und Weise. Wisst ihr, was ich meine? Und auch wie Mike da singt. Es ist so pointiert. Das hat einfach so einen Impact. Und ist einfach so auf den Punkt gebracht. Boah, das ist richtig gut. Und wenn die zwei zusammen singen, es funktioniert einfach richtig krass. Das ist richtig schön. Und auch schön, wie die Fans hier mitsingen. Das ist wirklich haunting. Schön. Auch wie das zu diesem einen Moment hinarbeitet. Und jetzt stellt euch das mal vor. Rock am Ring, Headliner. Die Sonne geht unter, es färbt sich alles rot. Und dann in richtig geiler Qualität wird einfach Mai, Dezember gespielt. Ja, okay, vielleicht nicht, es ist im Sommer, aber ihr wisst, was ich meine. Das wird alles auseinandernehmen.
Aber der Song ist hier anders. Es ist ja ganz dieses. Das hört hier auf. Das klingt super schön. Mir gefällt es generell, dass die Instrumente anders arrangiert sind, teilweise in den Songs. Du kannst quasi ältere Songs, die du hunderte, tausende Male gehört hast und lieben gelernt hast, wenn du die dann live hörst und so ist ein bisschen was geändert, jetzt kein Text oder so, um Gottes Willen, ich hoffe, das wird nicht gemacht, ein neuer Gitarrist, ein neuer Schlagzeuger, dann klingen Songs einfach anders. Und ich finde, das gibt dem Ganzen so einen richtig erfrischenden Touch. Und da bin ich sowieso Fan von. Ihr wisst es ja, ich höre mir was an und dann bemerke ich wieder das und das ist vielleicht da wieder anders gespielt als dort. Und als Fan geht's doch einfach nicht besser. Geht's doch einfach nicht besser. Der Ton ist krass. Also diesen Ton, das ist Weltklasse. Boah, wirklich Gänsehaut. Ohne Spaß, ich habe wirklich Gänsehaut. Das ist wirklich krass. Das gibt dem Song nochmal so eine extra Note. Boah. Hier nochmal zurück machen.